entering Valley of the Queen. Okay, 200 Gegner, 2 Secrets, so langsam. So langsam haben wir es mit den etwas höheren Monster-Counts wohl jetzt regelmäßiger zu tun. Das klingt da hinten natürlich aber schon mehr nach einem Massen-Encounter, also wer weiß. So. Machen wir mal euch kurz weg. Ja, ich glaube, da geht's später einfach nur ganz schön ab. Ey, was geht denn da unten jetzt? Frech. So, komm. Ja. Ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis es hier komplett eskaliert. Wahrscheinlich, wenn man über die... Oh ne, ist sogar ein Secret, lol. Okay. Na gut. Ja, manche der Secrets finde ich ein bisschen merkwürdig, weil die dann schon ein bisschen zu... Ja, nicht Secret sind, aber ich will mich auch nicht beschweren, ne? Ach, hier kommt man einfach hoch. Das ist tatsächlich interessant. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass man da hochgehen kann. Na gut. Ja, dann haben wir ja eigentlich... Da haben wir dann eigentlich ja auch nichts weiter zu tun. Erstmal außer hier hochzugehen und alles aufzuräumen. Bin jetzt eh gleich gespannt auf den Encounter. Ja. Genau. Sehr schön. Machen wir hier schon mal ein bisschen kleines Chaos. Sehr schön. Praktisch, dass es keine Verfolgungsrakete war. Okay. Nice. Geht doch ganz locker. So, ich glaube, die anderen werden jetzt befreit. Okay. Ja. Ist jetzt natürlich einfach ein brachiales Massengetümmel. Aber das ist in Ordnung so. Au. Frech. Zwei Verfolgungsraketen an der Stelle gemein. So, machen wir das mal so. Müssen wir erstmal hier ein bisschen die Massen dezimieren, sag ich mal, dass wir auch in der Bewegungsfreiheit nicht zu sehr eingeschränkt sind. Deswegen lieber erstmal ein bisschen auch auf die Imps gehen. Schön. Oh je. Okay. Oh, wir haben viele Rockets. Sehe ich jetzt gerade erst. Ich hatte irgendwie noch den Rocket-Stand von der letzten Map, wo der nicht mehr ganz so hoch war im Kopf. Ich habe irgendwie überhaupt nicht drauf geachtet. Aber soll mir recht sein. Ich habe kein Problem damit, hier einfach mal gnadenlos reinzuhalten. So. Denke mal, ab jetzt können wir auch wieder ein bisschen
mit den anderen Waffen feuern. Vor allem hier Chain Gun ist noch schön voll. Und da liegt auch noch Muni. Ja, das ist halt ja, wie ich es vermutet habe, fast schon. Im Wesentlichen einfach nur ein großes Massengetümmel. Dann machen wir euch noch mit der Chain Gun weg. Ich habe ich mit einer anderen Waffe nicht so viel Lust, deswegen mal ein paar Rockets nochmal reinballern. Und den Rest abfertigen, perfekt. Und ich mache ich auch lieber mit dem Rocket Launcher, größtenteils. So. Na also, funktioniert doch. Mhm. Ah, haben wir hier dann gleich das Exit wahrscheinlich. Hier haben wir noch eine, hier haben wir noch Plasma-Muni. Was mich jetzt ein bisschen wundert, weil wir hatten noch keine Plasma-Gun, oder? Hier in dem Level. Je. Das sah witzig aus. Ja, dann nehme ich mal schwer an, das hier ist das Exit, oder? Ja. Wundert mich nur gerade, dass hier keine Line war, die es markiert hat. Naja, dann fehlt uns noch ein Kill und das Secret. Genau. Ja, würde ich sagen, suche ich das mal eben. Okidoki, das Secret. Hier, ne, am Anfang folgen wir einfach dem Wasserfall. Genau, und hier wäre dann auch eine Plasma Gun tatsächlich. Die ich ja, ich sag mal, vermisst hatte vorhin. Genau, und damit haben wir dann noch alles. Perfekt, perfekt. Wunderbar, wunderbar. War doch ein schönes Gemetzel. Aber ja, würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.